In dieser Aufgabe haben wir jetzt ein System gegeben, das freischwebend ist. Das heißt, wir haben hier oben zwei Rollen, die sind fixiert und unten hängt ein Balken, ein masseloser Balken, und auf diesem ist eine Masse platziert. Und gesucht ist jetzt der Abstand x, so dass das System immer noch im Gleichgewicht ist. So, dazu müssen wir jetzt wie folgt vorgehen. Als erstes schneiden wir das System hier einmal durch und machen ein Momentengleichgewicht um a. A müssen wir uns selber überlegen, hier stand es gerade schon. Wir sagen, dass a hier liegt, das definieren wir jetzt einfach und sagen, alles was links um a ist, ist positiv. Das heißt, wir tragen uns hier diese Seilkräfte ein, diese heißt S1, dieser heißt S3, und hier wirkt unsere M mal G-Kraft negativ für uns. Das heißt, hier alle Kräfte, jetzt habe ich das genau falsch rum aufgeschrieben, also das wäre positiv, M1 wäre negativ und S3 wirkt positiv. Dann stelle ich das um zu x. Dabei ist es vollkommen egal, wie ich es gerade angenommen habe. Das sieht man jetzt auch, die Formel kann so stehen bleiben. Jetzt habe ich eine Formel für x und brauche nur noch das S1 und das S3. So, damit das System Gleichgewicht ist. S1 und S3 kann ich jetzt nicht einfach so bestimmen, denn wir haben hier oben in dem System Reibung und die müssen wir vorher ausrechnen. Das heißt, S1 und S3 verhalten sich anders, als wenn wir jetzt sagen würden, da oben ist keine Reibung, dann werden die beiden ja, da müssten wir einfach nur hier ein Gleichgewicht um einen der Kräfte machen und hätten dann schon den Abstand. Wir machen das jetzt hier etwas anders und sagen, gut, wir machen ein Kräftegleichgewicht vertikal, das ist 0, kommen dann hier auf einen Zusammenhang, also bleiben immer noch bei unserem freigeschnittenen System, also diesem unteren hier, kommen dann auf einen Zusammenhang zwischen S1 und S3. Und jetzt an der Stelle kommt die Seilreibung ins Spiel. Wir kennen ja unsere Formel, S2 ist gleich S1 mal E hoch μ mal Phi, wobei S2 größer ist als S1. Und jetzt bitte von den Indizes nicht verwirren lassen. Dieses S2 oder S1 hier hat nichts mit diesem S1 zu tun. Hier heißt einfach nur, so wie wir die Formel anwenden, soll S2 größer als S1 sein. Dazu werden wir jetzt die Kraft S3 in Abhängigkeit von S1 schreiben, denn wir sagen jetzt, gut, die Kraft S3, also dieser Schritt von hier nach hier würde bedeuten, S3 ist gleich S1 mal E hoch μ Phi. Das heißt, wir können hier, so wie wir es kennen, dieses S3, also Koeffizientenvergleich nennt man das dann, sagen, das ist aus wie S2 ist gleich S1 mal E hoch μ Phi. Bedeutet, wir können hier einfach dieses S3 durch die Kombination der Seilkraft S1 mal diesen Reibungsterm, der größer als 0, größer als 1 ist, einsetzen. Das heißt, wenn der größer als 1 ist, ist dieses ganze Produkt hier S2 und das ist größer als S1. Wir können also dieses S3 hier einfach reinschreiben, da wir wissen, dass S3 größer ist als S1. Denn S3 sieht man ja schon anhand der verschiedenen Winkel, hat einen näheren Abstand zu mg und damit muss diese Kraft größer sein. Das kennt man ja auch von den Gleichgewichten, wenn man sich jetzt hier den Drehpunkt reinlegt, dann sieht man das, okay, die rechte Kraft muss größer sein als links, weil links hat einen größeren Hebelarm. Deswegen ist S1 die kleinere und S3 die größere. Deswegen können wir das hier mit unserer bekannten Formel machen. Das setzen wir einfach ein und haben dann einen Zusammenhang, also eine Lösung für S1. So, ja, hier nochmal geschrieben, S3 ist größer als S1. Das heißt, wir nutzen jetzt hier oben diese Formel, setzen die hier ein mit dem S1, was wir gerade berechnet haben, und haben dann auch schon S3 bestimmt. Jetzt können wir S1 und S3
einfach hier oben einsetzen und haben dann den Abstand bestimmt. So, jetzt muss man bei dieser Aufgabe aufpassen, das was bei den Hinweisen steht. Bei uns steht jetzt entweder x größer b halbe oder x kleiner b halbe. Und das bedeutet, entweder liegt der Block rechts vom Mittelpunkt oder er liegt links vom Mittelpunkt. Was dann passiert, ist folgendes: Wenn er rechts vom Mittelpunkt liegt, dann ist S3 die größere Kraft. Und wir haben hier S3 gleich S1 mal E hoch μ phi. Das heißt, das gilt nur, wenn x größer als b halbe ist. Wenn dieser Block jetzt hier links liegt, dann gilt, dass S1 gleich S3 mal e hoch μ phi. Weil dann ist S1 die größere und S3 die kleinere. Das ist bei x kleiner b halbe. Und das ist alles, was es zu dieser Aufgabentypus gibt. Einfach wieder freischneiden, wie wir es bei Kräftezerlegung hatten. Nur halt immer darauf achten, was ist meine große Kraft, also S2, und was ist die kleinere, also S1. Dann einfach Kräftegleichgewicht, Kräftezerlegung, und dann hat man das auch schon.